Eines der ungewöhnlichsten Objekte im Merseburger Domschatz ist die sogenannte Hand Rudolfs von Rheinfelden, also jenes Gegenkönigs Heinrich IV., der 1080 hier im Merseburger Dom bestattet wurde und von dem bekannt ist, dass er im Kampf die rechte Hand seiner Schwurhand eingebüßt haben soll und, wie seine Gegner betonen, an dieser Verletzung gestorben sein soll. Das war für seine Gegner ein Gottesurteil. Gott selbst hatte es so gewollt, dass er durch den Verlust der rechten Hand, also seiner Schwurhand, sterben muss und damit deutlich wird, dass seine Sache, die Sache Rudolfs von Rheinfelden, eben keine gerechte sei. Hier im Merseburger Dom hat sich nun eine rechte Hand erhalten, die in einem Etui aufbewahrt wird, das nach Ausweis der Buchstabenform in das 16. Jahrhundert gehört. Und hier wird auch nochmal betont, dass Petrus die Krone, die ihm Christus gereicht habe, eben an jenen Rudolf von Rheinfelden weitergereicht habe. Diese Hand hat schon im 18. Jahrhundert in verschiedenen Druckschriften große Aufmerksamkeit erfahren. Es ist etwas ganz Besonderes, dass diese hier aufbewahrt wird und eben mit einer solch prominenten Geschichte verbunden wird. Vielleicht bereitete man 1080 gar eine heiligenmäßige Verehrung vor, oder aber die Hand stammt, wie das Etui sagt, vielleicht erst aus dem 16. Jahrhundert, als man in Merseburg im Zuge der Reformation nochmals betonen wollte, ja, wie widerständig man gegen weltliche Ansprüche auf die Sache der Kirche sein wollte. Die Hand selbst, ihre Zuweisung, muss natürlich unsicher bleiben. Es gab 2004 eine anthropologische Untersuchung, wo tatsächlich Verletzungen an der Hand festgestellt wurden, die auf einen vorherigen Kampf hindeuten könnten. Also Knochenbrüche, die vielleicht bei einem Kampf entstanden waren. Die Mumifizierung der Hand, das ist auch ein Prozess, den wir nicht genau greifen können, aber sie befindet sich in einem sehr guten Zustand, ist auch schon mehrfach in Ausstellung gezeigt worden und gilt eben allgemein, wie ich eingangs schon sagte, als ein ganz besonderes Objekt Merseburger Geschichte. Wir werden sicherlich die letzten Rätsel um sie, die Zugehörigkeit eben zu Rudolf von Rheinfelden, nicht klären können, aber sie steht eben hier für das ausgehende 11. Jahrhundert als zwischen den Merseburger Bischöfen, also speziell Bischof Werner, und dem römisch-deutschen König Heinrich IV. Doch eine gewisse Differenz eingetreten war, die aber bald wieder geheilt werden sollte, indem man gemeinsam Stiftungen vornahm.